Bevor ich anfange, euch die Frage zu stellen, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ja. Und zwar, ich komme aus Georgien und ich kam hier in 2017 ungefähr, das war Ende Oktober. Und dann im November habe ich angefangen, Sprache zu besuchen und dann jeden Morgen habe ich im Radio, hatte ich an der Fest gehört. Und ich wusste nicht, wer das gesungen hat, aber damals ging mir wirklich sehr schlecht. Ja. Und da habe ich immer gedacht, oh Gott, die singen über mich. Und jetzt muss ich halt auch weitergehen und ich darf nicht aufgeben. Und wenn man in einem fremden Land ist, dann sagt man nicht alles, erzählt man nicht alles ihre Eltern, weil ansonsten hätte sie mir gesagt, okay, komm wieder zurück, jetzt ist alles okay. Aber ich wollte immer weiterkämpfen und ich hatte gar nichts außer diesen Song sozusagen. Und das hat mir wirklich sehr geholfen und ich möchte deswegen euch einfach Danke sagen. Wie ist es eigentlich bei euch jetzt, man nennt heute bei eurer Song, dass es echt viel Mühe gibt, also wirklich eine gute Song zu schreiben. Und ihr habt auch mal gesagt, bei MTV Unplugged Konzert, es hat 3/4 Jahre gedauert, bis also die neue Version herausgekommen sind. Und es ist wirklich damit eurer Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Wir haben in der Tat für das MTV Unplugged sehr viel Sachen neu arrangiert. Songs, die dann teilweise schon 15 Jahre alt waren, wieder runtergestrippt auf Null und dann nochmal geguckt, okay, in welche Richtung, welchen Weg kann man mit dem Song eigentlich noch gehen, als das alte Arrangement, was jetzt schon 15 Jahre alt ist, also vielleicht ein bisschen antiquiert. Dafür haben wir uns in der Tat 3 Monate Zeit gelassen, viele Sachen ausprobiert, mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet und ja, am Ende ist es ein rundes Ding geworden, finde ich, und war in der Tat ein großer Kindheitstraum, also MTV Unplugged ist einfach geil. Und habt ihr also einen Lieblingssong? Also auf dem Album? Ja. Ich habe jetzt nicht einen Lieblingssong auf dem Album. Bei mir ist es eher so, jetzt gerade auf der Tour, wir haben es ja drei Akten in drei Akten und ich mag den zweiten besonders gerne. Der ist sehr rhythmisch geprägt und als Schlagzeuger macht es am meisten Spaß. Und spielst du auch wirklich unter anderem mit Pizzakarton? Hast du gehört? Ja, während der Proben habe ich auf jeden Fall auch mal einen Pizzakarton ausprobiert. Jetzt auf der Tour ist der Pizzakarton nicht mehr dabei. Und Schreibmaschine? Die Schreibmaschine ist nach wie vor dabei. Ich habe immer noch im ersten Akt die Schreibmaschine und auch noch einen großen Reisekoffer. Also da sind auf jeden Fall einige Specials dabei. Auch die anderen Jungs haben einige Instrumente, die jetzt die letzten Jahre nicht so zum Einsatz gekommen sind. Ja, und ich habe auch mal gehört, da gibt es wirklich strenge Anweisungen, wenn es um die Anfangskonzert geht. Man muss halt auch sitzend singen, stimmt das? Das stimmt, ich glaube, es gibt irgendwie. Weil du stellst ja auch auf. Ja, ja. Also, es gibt so Regularien bei MTV, die besagen, dass man auf dem Hocker oder auf dem Stuhl sitzen muss, natürlich an akustische Instrumente, klar. Und ja, so allerlei strenge Regeln. Aber da das auch damals wie Eric Clapton und Sting hingekriegt haben, ja. Da kriegen wir das wohl auch hin. Jetzt auf der Tour verhält sich natürlich ein bisschen anders, da muss man nicht sitzen. Ja, ihr seid ja halt auch auf Tour und das Konzert findet am 26. November hat in Hamburg. Genau. Und es gibt auch Zusatzkonzerte, die auch ausverkauft sind. Und wie ist das Gefühl? Ich habe schon unter anderem in Bremen, in Berlin gespielt, vor kurzem auch in Wien, war Conchita Wurst dabei. Genau. Seid ihr immer noch mit? Also ja, wir mussten ja ein paar Konzerte absagen, weil gerade Johannes immer krank war und mittlerweile sind wir zum Glück alle wieder gesund und gönnen uns auch immer nach ein paar Konzerten eine kleine Auszeit und dann mal einen Tag frei. Und so funktioniert das auf jeden Fall, ja. Und natürlich bekommt man auch von dem Publikum sehr viel wieder, also es gibt eine Energie, es ist wirklich Wahnsinn, was für Konzerte wir gerade erleben. Ja, und ich habe auch das Video von Conchita Wurst angeschaut. Sie hat das auf ihrer Facebook-Seite gepostet. Und ich denke, Zuschauer wussten, dass sie dabei sein wird in Wien, oder? Nee, das war in der Tat in Wien eine große Überraschung fürs Publikum, dass Conchita mit dabei ist. Wir haben sie vor über einem halben Jahr mal kennengelernt, haben wir zusammen in Österreich eine Fernsehshow gemacht und haben dann danach mal eins zusammen getrunken. Und dann meinte sie, ja, ich singe mal in meiner Badewanne, ich lasse für dich das nicht. Dann war ich halt. Ja, Moment, da musst du auch mal mit uns singen. Und ja, wie ist das jetzt passiert, war echt großartig. Und ihr seid auch erfolgreich und unterstützt halt gerade auch andere Künstler. Also auf jeden Fall habt ihr das Projekt Feel Like a Home. Und dafür Feel Like a Home. Feel Like a Home, ja. Genau, und dann ladet ihr auch andere Künstler aus aller Welt hier nach Deutschland. Und wer ist diesmal dabei, halt auf eurer Tour? Also wir haben diesmal auf unserer Tour den Greg Holden dabei gehabt, der hat auch schon bei Feel Like Home bei dieser Singer-Songwriter-Serie gespielt, in der Tat kommt aus London eigentlich, oder aus Großbritannien.
Großbritannien, nicht direkt aus London, und wohnt aber schon ganz lange in New York und super Typ, super Musiker, war herrlich mit dem. Jetzt ist gerade Julian Le Play mit dabei als Support, der ist in Österreich schon ziemlich bekannt, in Deutschland noch nicht. Mal gucken, was passiert. Also wir haben echt mal nette Jungs und Mädels als Support dabei, mit denen wir dann auch echt viel Zeit haben. Wir haben gerade erwähnt, also auf der Tour ist schon mal ausverkauft, aber es war nicht immer so. Mark Foster hat einmal die Geschichte erzählt, dass er auf dem Konzert war und da waren nur ein oder zwei Zuschauer dabei. Ja. Und ich weiß selber halt, es sind auch die Momente, wo ein bisschen schwierig ist, ein bisschen weiterzugehen und denken, okay, muss ich jetzt weitergehen oder muss ich damit aufhören? Und wenn man zu dritt oder zu viert ist, dann ist es noch schwieriger, weil da gibt es also verschiedene Meinungen. Einer will vielleicht aufgeben, andere will immer weitermachen. Wie war es halt immer bei euch? Wollt ihr immer weitergehen oder war es aber schon ein bisschen Schwierigkeiten? Doch, vielleicht müsst ihr mir aufgeben. Ich glaube, der große Vorteil bei uns war, dass da alle wirklich in einen Strang gezogen haben. Also wir haben vorher auch schon in anderen Bands gespielt und da gab es dieses Phänomen, dass dann der ein oder andere dann gesagt hat, ja, dann kommen ja nur ein, zwei Leute, vielleicht gehe ich doch lieber BWL studieren oder so. Und bei uns war es so, wir wollten das unbedingt und haben wirklich immer weitergemacht. Da gab es eigentlich keinen Moment, wo wir gesagt haben, boah, nee, lass mal. Und das hat sich dann über die Jahre schon ausgezahlt. Also es waren schon viele Konzerte dabei, wo wir unsere Freunde und unsere Familie belabern mussten, dass wenigstens ein paar Leute da stehen. Und glücklicherweise hat sich das aber alles ganz gut entwickelt. Ich denke, euch gibt es auch ein Tattoo von Nils Jahr, hat so ein großes Tattoo. Ja, wer weiß. Und ich denke, bei so einem Band und bei kurzem Management spielt es auch sehr große Rolle. Ich habe auch mit ein paar Leuten von euch zu tun gehabt und die sind nicht wie sie nett. Und ich denke, es ist wirklich ein großer Glück, wenn man so viele nette Leute dabei hat, die immer sagen, zum Beispiel, okay, mach euer Ding und ich werde euch unterstützen, oder? Weil gerade bei Satisfactions Nomads, die werden halt auch vor ein paar Jahren von ihrer eigene Labelfirma angeklagt. Ja, also das ist, ja, wir haben ein super Umfeld seit 15 Jahren jetzt. Unser Manager ist schon ganz lange mit dabei, unser Booking ist ewig mit dabei, unsere Firma auch seit über 10 Jahren jetzt nie gewechselt. Also wir kennen die Leute mittlerweile gut, das ist echt wie Familie und ja, mit so einem super Netzwerk und da geht es natürlich nicht mehr. Und noch die letzte Frage, ich habe sehr viele eurer Songs mal gehört, also die erste und zweite Album auch in Farbe und man merkt schon Unterschied bei euch, jetzt seid ihr ein bisschen ruhiger geworden und womit hat das zu tun? Ach, ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Frage des Musikgeschmacks. Wir haben am Anfang waren wir irgendwie jung und wild und da waren auch so die Ausläufer des Crossover. Ja. Und das waren so Bands wie Age Blocks und so, die uns tatsächlich damals beeinflusst haben. Jetzt hat sich das noch ein bisschen verändert, wir sind ein bisschen ruhiger geworden. Jetzt hören wir auch eher mal Coldplay oder Killers oder sowas. Und dementsprechend hat sich der Sound auch ein bisschen verändert. Also ja, wir haben uns halt auch ein bisschen weiterentwickelt, soundlich, aber vor allem auch textlich. Und das ist ja auch manchmal auch ganz gut. Okay, dann wünsche ich euch halt weiter viel Erfolg. Also meine erste Frage, also beim Tour ist es, wann kommt dein nächstes Album? Das werde ich euch nicht stellen. Deshalb müsst ihr halt auch mit dieser MTV anfangen, MTV, Rollerhead, Unplugged, den drei Akten genießen. Das war noch wirklich sehr toll. Und dann, ich denke, ich habe noch ein paar interessante Projekte und dann wünsche ich euch dabei viel Erfolg. Das ist lieb, vielen Dank. Danke. Danke. Das war's. Danke. Vielen Dank.